Heute möchte ich mal meine Beobachtung über das Stück Knäuel, also über diese Verknotungen, die möchte ich mit euch mal gern teilen. Und zwar bin ich dabei, einen Socken zu stricken. Und irgendwann im Laufe der Zeit, weil ich nicht, bin da ziemlich unachtsam umgegangen, gestrickt und habe einfach nicht das große Ganze mit beachtet. Und dann haben sich hier Verstrickungen gebildet. Und als ich die dann, weil ich konnte nicht weitermachen, es war bis hierhin vielleicht und das ist nicht mehr lang zum Strickgut, war alles verknotet und verwirrt. Dann habe ich angefangen mit dem Faden, also diese Verstrickungen, Verknotungen zu entwirren. Das habe ich schon vor ein paar Tagen versucht und da hatte ich irgendwie erstens die Geduld nicht und irgendwie ist alles immer noch fester geworden. Und dann ist mir heute, hatte ich die Gelassenheit und war im Frieden und da ist mir einfach aufgefallen, dass ich nicht irgendwo mittendrin anfangen kann, sondern, also, das ist wie für mich wie der Fluss des Lebens. Und wenn Verstrickungen und Verknotungen und Verwirrungen da sind, dann kann der Fluss gar nicht mehr fließen. Und es kann sich dann auch keine Struktur zeigen. Weil nur wenn der Fluss frei ist, das sind also so, ist das so meine innere Seelenlandschaft gerade, wenn der Fluss frei ist, kann da draus zum Beispiel dieses Stückstück entstehen. Also eine geordnete Struktur und ich sage, das ist die Ordnung der Liebe, die sich dann schöpft, also manifestiert, also eine Schöpfung bildet, etwas Schönes. Und dann ist mir klar geworden, ich kann eigentlich diese Verwirrungen hier nur lösen, wenn ich beim Wesentlichen bleibe. Es nützt mir nichts, da hinten zu gucken. Ich muss dem Faden folgen. Also dem Wesentlichen, dem muss ich folgen. Weil wenn ich jetzt anfange irgendwo, dann also habe ich halt einfach auch festgestellt, wie sich immer noch mehr Knoten bilden, an anderer Stelle zum Beispiel. Oder alles noch festgezogener ist und man dann eigentlich noch mehr zu tun hat. Und es braucht einfach seine Gelassenheit und die Ruhe und es braucht auch Zeit. Also ich kann jetzt hier in dem Strickstück gar nicht weitermachen, weil ich erstmal hier die Verstrickungen lösen muss, damit der Fluss wieder fließen kann und ich quasi hier durch diese Ordnung geschaffene Schöpfung, durch diese Ordnung der Liebe und des Kosmos geschaffen, also in Liebe geschaffenes, sich manifestiert. Bisschen geschwurbelt dahergeredet, aber die meisten, die mich öfter gucken, ich glaube, die sind vielleicht mir ein bisschen ähnlich und die verstehen mich auch, weil sie vielleicht auch mit dem Herzen gucken. Ich gehe ganz fest davon aus. Also mir ist einfach klar geworden, ich muss dem Pfad folgen, dem Wesentlichen. Und nur so kann ich dieses ganze Wirrwarr auflösen. Weil irgendwo geht ja hier quasi der Weg lang. Aber ich muss das, was jetzt ist, und jetzt wäre hier zum Beispiel genau hier. Das ist jetzt. Und da folge ich dem Pfad. Da folge ich dem, was jetzt ist, dem Wesentlichen. Und dann erst kann ich das, was als nächstes dran ist, ansehen und dem folgen und dadurch löst sich das auf. Ja, so kleines Kurzvideo.
Ich bin eigentlich gerade dabei, das zeige ich euch jetzt, weil ich da gerade daneben sitze, meine Räucherwaren ein bisschen vorzusortieren. Da hinten ist meine Trommel. Da ist auch Räucherwerk drin. Und vielleicht schaffe ich es noch. Ich halte mich da jetzt nicht an bestimmte Tage, dass ich euch jetzt vor den Rauhnächten oder während der Rauhnächte übers Räuchern berichte. Ich mache es dann, wenn das wirklich so in der Begeisterung fließen will, wenn es einfach raus will, wenn es sich ausdrücken will. Und da bin ich jetzt einfach noch nicht. Aber ich wollte euch zeigen, ich bin auch da dabei, gerade Ordnung zu schaffen. Also, dass wieder eine gewisse Struktur da ist und dass ich es euch dann auch zeigen kann. Also wie ich zum Beispiel räuchere oder was ich für Räucherkräuter verwende. Ja, und jetzt bin ich dabei, nachdem ich mir das da mit dem Wollknäuel, mit den Verstrickungen angeguckt habe. Und es hat auch immer was, also solche Beobachtungen, die haben für mich immer was mit dem Leben zu tun. Ich kann das in kleinen Dingen ansehen und kann diese Verstrickungen dann auch auf anderen Ebenen entdecken. Und im Endeffekt ist es dann auch wieder keine Verstrickung, wenn man genau weiß, dass der Faden einfach, ja, er fließt ja irgendwie trotzdem. Ne? Also, das fällt mir jetzt gerade so auf. Also, der Faden ist einfach der Faden. Und wir sehen halt jetzt da eine riesen Verstrickung und ein Knäuel. Aber wenn man ihm folgt, ist es einfach ein freier Faden, wenn man dem Pfad folgen würde. Ja. Also ich bin jetzt niemand, der sozusagen Fazits ausspricht oder wieder neue Glaubenssätze in die Welt bringen will. Ich will eigentlich nur beobachten, was ich gerade entdecke und sehe und daraus keine Wissenschaft machen oder ein neues So ist die Wahrheit, sondern einfach nur beobachten und in verschiedenen Situationen, also ich hatte auch einmal ein Tantra-Seminar mitgemacht, da war eine Übung, die hat mich so massivst berührt, auch bis heute noch, wo mir klar geworden ist, ich kann solche Werkzeuge wie so Seminare und so mitmachen und also im Endeffekt ist da im Kleinen, im Spiel einfach, wird gezeigt oder zeigt sich eigentlich das, wie es im Leben ist. Und dass man und wie man damit umgeht. Aber von dieser, also von dieser einen Übung und was die mit mir gemacht hat, erzähle ich ein anderes Mal. Ich wollte es wirklich nur kurz machen, jetzt sind schon wieder 8 Minuten. Ich wünsche euch einen angenehmen Fluss. Ja, das frei fließen kann. Bis bald. Tschüss.